Bei mir der DBB-Bundestrainer Alan Ibrahimagic. Heute das letzte Spiel in der Gruppenphase. Erstmal vorab die Frage, wie ist die Stimmung bei dir im Team? Na, die Stimmung ist deutlich besser nach dem Sieg gegen Puerto Rico. Der Anfang war nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Und da war schon eine Unsicherheit zu spüren. Aber die Jungs haben viel Charakter gezeigt, viel Leidenschaft im zweiten Spiel, auch wenn das nicht jetzt optimal verlaufen ist, so von der Leistung her. Ich glaube, da haben wir mehr drauf. Aber war gut, gewonnen zu haben. Und jetzt widmen wir uns dem heutigen Spiel. Heute, du sprichst das Spiel an, geht es gegen den Gastgeber aus Ägypten. Also sicherlich auch ein emotionales Spiel, werden sicherlich viele Fans da sein. Was erwartest du von der heutigen Partie? Ja, allgemein ein schweres Spiel, weil du hast schon angesprochen, Ägypten zu Hause natürlich besonders motiviert. Bei der Eröffnungsfeier und dem ersten Spiel war die Halle fast voll. Und das ist schon eine Stimmung, die wir jetzt nicht jeden Tag erleben. Von daher freuen wir uns drauf und glauben aber auch, dass es halt was Besonderes sein wird, auch für die Ägypter. Dann dazu kommt, dass schon eine sehr physische Mannschaft, mit der wir auch schon in Spanien bei Vorbereitungsturnier unsere Probleme hatten. Von daher insgesamt wird es eine harte Sache. Natürlich auch nicht geholfen durch die Tatsache, dass morgen gleich das K.O.-Spiel ansteht. Also man weiß jetzt nicht, gegen wen man spielt. Wahrscheinlich weiß man erst um 23 Uhr, gegen wen man spielt. Und auch wann man spielt, weil die Zeiten orientieren sich auch am Gastgeber. Von daher könnte sein, dass wir morgen um 13 Uhr wieder ran müssen. Das macht es schon etwas seltsam und anders als jetzt ein normales Spiel, würde ich sagen. Du kannst ja nochmal zurückblicken auch auf die beiden Spiele, die schon gelaufen sind. Was soll heute anders vielleicht klappen als bei den anderen beiden Spielen, wobei man die natürlich jetzt auch nicht 1:1 vergleichen kann, die beiden Spiele sehr unterschiedlich waren. Aber was soll heute besser gelingen? Na, ich glaube, wir sind jetzt erstmal im Turnier drin. Also das erste war der Start sehr holprig und wie gesagt, dadurch auch Unsicherheit ins Team gekommen. Das zweite hat uns geholfen. Jetzt fühlen wir uns besser, wissen, dass wir jedes Spiel 100% angehen müssen, dass es jetzt keine kleinen Namen oder schwächere Gegner gibt. Das würde schon ein erster Schritt, dass wir bereit sind, dass wir mit viel Energie und Leidenschaft, wie gesagt, ins Spiel gehen. Und dann glaube ich, dass wir so das Spielerische auch wieder, also dass wir die Leichtigkeit leichter oder einfacher finden können, dann auch spielerisch was anzubieten. Dafür wünschen wir dir viel Erfolg und dem Team auch und auch viel Spaß hier vor diesem Publikum. Vielen Dank.